Es ist einfach zu laut in meinem Ohr. Einen Moment. Hallo ihr Lieben und willkommen zum zweiten Part von der 100 Baby Challenge. Ich habe eben diesen Anfang schon mal aufgenommen. Dann habe ich gemerkt, dass ich die Mods alle noch nicht richtig eingestellt hatte und dann habe ich nochmal vorne angefangen. Ich habe jetzt nämlich mich doch dazu entschieden, den Story Progression Mod reinzupacken. Einfach weil ich es mega traurig finde, wenn ihre Kinder dann später ausziehen und dann einfach nichts mehr mit denen passiert und sie wird keine Enkelkinder und so weiter haben. Ich habe gegen mein Glas gehauen, warum tue ich das? Keine Ahnung. Deswegen habe ich das jetzt trotzdem noch dazu gepackt und der Wuhua-Mod ist jetzt auch mit drin. Der war am Anfang nicht drin, obwohl ich das behauptet habe. Ich hatte ihn zwar runtergeladen, aber ich hatte ihn noch nicht drin. So, sie hat unglaublich Hunger, deswegen lassen wir sie jetzt hier mal Waffeln kochen. Lecker schmecker Waffel. Die Waffeln verbrannt. Ja, das tut mir jetzt leid. Die musst du jetzt leider trotzdem essen, weil es, so ist das Leben. Ich verstehe nicht, warum sie sich wünscht zu heiraten, weil ich habe ihr extra das Merkmal bindungsphobisch gegeben. Und es ist nicht mal so, dass sie gerade in irgendwem verknallt ist oder so. EA, what happened? Gegrillter Käse essen. Das können wir einloggen. Da sie wird bestimmt irgendwann mal gegrillten Käse essen, denke ich. Und dann kann sie hier schön ihr Bild malen. Das fände ich wunderbar. Oh, wow, okay. Never mind. Sie hat den Punkt der Fähigkeit in Punkt 2 der Malerei bekommen. Wir hatten auch eben die Benachrichtigung, dass Mußetag ist in ein paar wenigen Tagen. Was ja jetzt für sie jetzt nicht so super relevant ist, weil... Oh, das Klo ist ja auch verstopft. Ich habe das komplett vergessen. Das müssen wir gleich auch noch machen. Weil sie ja keinen Job hat, ist das eigentlich nicht so unglaublich relevant. Aber sie kann natürlich trotzdem dann irgendwas Tolles machen. Sie hat auch Rückenschmerzen natürlich, weil sie schwanger ist. Wer kennt das nicht? Ich kenne es nicht. Ich war noch nicht schwanger. Aber ich habe auch manchmal Rückenschmerzen. Wunder, wunder, wunderschön. 42 Simoleons. Perfekt. Und dann bitte hier einmal Klo entstopfen, weil die 50... Für den Handwerker, das ist ja Wucher, wenn man das selber pimpeln kann, nicht wahr? Dann wird fröhlich gepinkelt, dann werden hier die Zähne geputzt und geduscht und der ganze Spaß. Ihr habt mir auch schon einige Namensvorschläge geschrieben, das fand ich sehr schön. Da freue ich mich schon drauf, darauf zugreifen zu können. Und jemand hat gesagt, warum ich nicht Brooke direkt für das erste Mädchen nehme als Namen, wenn ich Brooke Davis so toll finde. Ich habe ehrlich gesagt schon überlegt, ob ich mir den Namen vorbehalte für das letzte Mädchen. Es ist halt immer voll schwer zu sagen, welches dann das letzte ist, ne? Aber es wäre irgendwie schon cool, wenn wir dann die nächste Generation mit Brooke Davis weitermachen können. Warum hat sie nicht direkt Brooke genannt, fragt ihr euch jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin blöd. Sie hat schon hier ihren Schwangerschaftswalk, aber... Oh no! Oh no! Okay, let me fix that real quick. Södale. Ich habe ihr jetzt so einen Jumpsuit angezogen und wie wir sehen, ist das jetzt ein ganzer und kein abgeschnittener Bauch. Ich hatte mir ja schon gefragt, was da los ist, aber also ich hatte mich gefreut, weil ich dachte, oh wow, ihr Outfit passt ja voll gut, aber anscheinend nicht. Jetzt hat sie auch noch die Spüle kaputt gemacht. Ich raste aus. Was ist denn mit dir? Ja, mach hier nicht so einen Film, mach das Ding sauber. Oh. Reparier das, meine ich. Ja, so macht man das wahrscheinlich. Einfach das Loch zu halten. Ne? Irgendwann wird schon aufhören. Ich wollte ja noch jemanden online kennenlernen. Deswegen würde ich sagen, wir... Haben wir den online kennengelernt? Nein, das war das Muskottchen. Benny Dean hat sie auf dem Fest kennengelernt. Bei denen hier weiß ich es nicht. Deren hat sie safe online gehabt. Deswegen schicken wir immer dann eine Textnachricht. Vielleicht rufen wir ihn auch mal an. Den John. Ich meine, er hatte sich da ja dann auf der Party einen aufgerissen, aber ich meine, es wird in dieser Challenge unvermeidbar sein, dass wir uns auch mal Leute krallen müssen, die in einer Beziehung sind. Solange das nicht auffliegt, ist es nicht so schlimm. Ups, ja, vielleicht auch noch die Pfütze aufwischen, ne? Nicht nur... Zählt das als kennenlernen, wenn sie ihn angerufen hat, oder müssen wir den so richtig treffen? Der hat bestimmt keinen Bock, sich jetzt direkt mit ihr zu treffen. Deswegen schicken wir dann noch ein paar... Habe ich jetzt auf ihn geklickt oder auf den... Ach, keine Ahnung. Im Zweifel müssen wir sowieso hier mit allen mal Kontakt haben. Schön in die Pfütze rein. Ja, genau. Können wir ihn nicht irgendwo treffen? Der sagt bestimmt ab. Safe wird er... Was ist das für eine geile Hütte da oben? Da werden wir dann irgendwann mal einziehen, hoffentlich. Trefft euch doch mal ganz romantisch in der Kunstgalerie. Denn sie ist ja auch eine große Künstlerin.
Okay, never mind. Egal, dann, dann reden wir einfach mit ihm. Es war ja irgendwie zu erwarten. Sie hat schon wieder Hunger. Kann sie noch keinen gegrillten Käse machen? Naja, gut, dann machst du den Macaroni mit Käse. Lecker, schmecker. Irgendwie sieht ihre Nase von der Seite mega seltsam aus. Aber wir tun einfach so, als wäre nichts. Dann ruf ihn nochmal an, weil sie wollte sich ja eh mit ihm befreunden, anfreunden, beste Freundschaft haben mit ihm. Sie wünscht sich schon wieder mit ihm zu schlafen. Hör auf, ehrlich. Es reicht jetzt. Okay, ich liege jetzt direkt schlafen. Es passiert heute an diesem Tag anscheinend nicht so viel. Es ist 5 Uhr morgens, sie ist wach und ihr Rücken tut weh. Okay, can totally relate. Wir lassen Heather jetzt nochmal ein bisschen malen. Ein großes Bild. Oh, sie hat schon voll den Bauch. Meine Herren. Ich strebe sowieso an, hier das alles ein bisschen dynamischer zu machen. Als letztes Mal, da habe ich da ja nie was rausgeschnitten. Ihr habt immer alles gesehen. Und das war alles irgendwie 85 Teile oder so am Ende. Und ich hatte noch nicht so... Fangkrankung können sie auch machen. Ich hatte erst irgendwie... Ich hatte nicht mal 20 Kinder in der Challenge. Deswegen ziehen wir das jetzt hier ein bisschen an. Es wird wahrscheinlich trotzdem sehr lange dauern. Aber immerhin... nein. Aber immerhin... geht's dann schneller. Ich habe den Faden verloren. So, dann gehst du schön duschen und pinkeln. Oh, ich nehme das hier mal raus und wir nehmen dafür Kinderbett kaufen, weil das können wir tatsächlich schon mal machen. Ich nehme einfach hier diesen wunderschönen... Oh, ich hasse diese Farbe. Wir nehmen blau. Kostet's cute. With Rainbows. Ich weiß, man kann das auch customizen, aber ich habe... keine Zeit. Sie möchte auch gerne schreiben lernen. Das ist auf jeden Fall ein super Plan. Das können wir eigentlich dann heute auch noch in Angriff nehmen. Ich würde dann nochmal hier mit ihm plaudern und so. Vielleicht treffen sie sich ja dann doch nochmal. Dass sie nicht wieder den ganzen Tag drinnen verbringt, ne? Oh, der Herz sieht leider auch nicht so schön aus. Vielleicht kann sie ein bisschen was sammeln. Oh, sie kann eigentlich nochmal zum Sommerfest gehen. Geh ruhig nochmal zum Sommerfest. Vielleicht finden wir noch Blumen. Apropos Blumen, ich habe die hier noch gar nicht verkauft. Kann ich jetzt auch nicht mehr, weil wir nicht mehr zu Hause sind. Läuft bei mir. Alle beschweren sich schon wieder. Das ist eine Frau mit einem Baby. Oh, who's the dude? Old man, you cute, come back. Okay, oh mein Gott. Ist das ein Raucherhusten? Das kennenlernen. Vielleicht kommt ja zufällig einer aus dem Internet hier vorbei und sie trifft den und dann haben wir den Wunsch auch schon erfüllt. Das wäre doch toll, oder? Warum bist du so pisst? Okay, ich entschuldige mich jetzt mal. Ich weiß nicht, wofür. Ich weiß nicht, was wir dir getan haben, Melvin. You're being a bitch. Ich habe schon wieder gegen mein Glas gehauen. Ganz kurz. The face. He gives us. Was hat der denn für Highlights? Oh mein Gott. Ich muss mit ihm reden, tut mir leid. Drop the old man, we're gonna talk to this hoti. An dieser Stelle fangen sie immer alle an zu schreien und ich weiß nicht warum. Sag keiner. Oh mein Gott, sie finden sich direkt hot. Dann versuchen wir direkt ihn zu beeindrucken und reden darüber, dass wir Wahrsagerin sind. Wahnsinn, oder? Und dann redest du noch von deiner Malereifähigkeit. Findet er scheiße, okay. War auch gelogen. Und übers Kochen. Oh, und dann kannst du noch erzählen, dass du deine Spüle alleine repariert hast. Mit deinem Geschicklichkeits... Oh, das hat voll gut gezogen mit der Malerei, oder? Sie ist jetzt aber kein Star, oder? Okay. Dann frag, kennenlernen ihn doch. Ja, Deutsch ist es wahrscheinlich nicht. Lern ihn doch mal kennen. Und dann fragst du ihn, was er so macht. Jetzt ist sie ein Star. Wollen wir das? Eigentlich ist es eine gute Art, um Geld zu machen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob wir das drin lassen sollen oder ob ich das wieder rausnehmen soll mit der Promi-Geschichte. Aber vielleicht wird sie ja auch einfach berühmt dafür, dass sie so viele Kinder hat. Ne? Wie Octomom zum Beispiel. Kennt ihr noch alle Octomom? Oh mein Gott, das Baby kommt! Oh mein Gott, das Baby kommt! Oh mein Gott. Wie sie nur so guckt. Was ist denn mit euch?
Okay, wir gehen natürlich ins Krankenhaus. Wir werden das Kind jetzt hier nicht irgendwie random auf dem Sommerfest bekommen. Das wäre irgendwie nicht so cool. Geht sie jetzt ernsthaft zu Fuß? Ach so, ist direkt gegenüber. Dann ist ja nicht so dramatisch alles. Okay. Oh, ich bin so aufgeregt. Alle flippen komplett aus. Entspannt euch doch mal. Es ist das Natürlichste der Welt. Wir gucken jetzt erstmal nach Namen hier. Ich gehe einfach so die Reihenfolge durch der Kommentare, also wie die halt da reinkamen. Für mich, wie die hier bei mir angezeigt werden. So, don't come for me. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Baby. Die Schwangerschaft von Heather ist gut verlaufen und Mutter und Kind sind wohlauf. Das kleine Mädchen wurde mit dem Merkmal athletisch geboren und du darfst dir nun ein zweites Merkmal für es aussuchen. Wie möchtest du es nennen? Und die allererste, die Namensvorschläge geschickt hat, also zumindest die erste, die mir hier angezeigt wird, oh, ich habe irgendwie Schleim im Hals, ist Melanie H. Und der erste Mädchenname, den sie vorgeschlagen hat, ist Emilia. Und deswegen nennen wir sie Emilia. Die kleine Maus. Und Merkmale dürfen wir natürlich nicht aussuchen selbst. Die müssen wir zufällig wählen. Jetzt ist Emilia athletisch und leicht zu beeindrucken. Das ist doch eigentlich ganz süß, oder? Das nehmen wir. Okay. Sie hat direkt Zwillinge bekommen. Noch ein Mädchen. Virtuosin hat sie als Merkmal. Der zweite Name von Melanie H. vorgeschlagen ist Ivy. Also sind es Emilia und Ivy. Sehr gut, bitte lass es alles sein. Sie ist Virtuosin und wahnsinnig. Aber ich meine, sind so Künstler sind ja immer, sagt man doch, oder? Deswegen macht er nichts. Nehmen wir. Okay, das ist alles. Halleluja. Ich weiß nicht, ob wir genug Geld haben, um direkt zwei Kinder durchzukriegen. Vor allem, wer nimmt das zweite Kind? Was? Oh nein, möglicherweise bleiben ein paar Kinder zurück, weil nicht genug Erwachsene da waren, um sie zu tragen. Und jetzt? Und wer nimmt das zweite Kind? Der von dir gerufene Babysitter wird Ivy nach Hause bringen und sich um sie kümmern. Babysitterdienst, okay. Okay, oh, okay. Gott, ich dachte schon, die wird jetzt irgendwie direkt zur Adoption freigegeben oder so, weil ich sie nicht mitgenommen habe. So, dann kaufen wir direkt noch ein zweites Babybett. Das wird jetzt natürlich. Ha hatte ich schon die Hormontherapie drin? Nein. Wie geht das? Ach so, ich habe so viel Sims 2 gespielt. Ich wollte sie an einem Kühlschrank füttern, aber muss man ja gar nicht mehr machen. Das finde ich aber voll nice, dass direkt ein Babysitter kommt, aber den muss ich wahrscheinlich auch bezahlen, nicht wahr? Das ist dann natürlich nicht so toll. Kannst du Ivy bitte hinlegen, damit ich sie knuddeln kann? Haben wir überhaupt eine Lampe in diesem Zimmer? Das ist natürlich die nächste Frage. Könntest du bitte gehen? Entlass sie. Ich habe das Geld nicht dafür. Da, hier, direkt 75 Simoleons weg. Ich sag's ja nur. So, dann wird sie gekuschelt. Ich sag noch so, wir brauchen einen dynamischen Start. Wir legen direkt los. Es ist aber jetzt schon sehr dynamisch. Was ist das für ein Geräusch? Sigmund Lorz. Wir haben direkt einen Paparazzo, obwohl sie nur einen Stern hat. Are you okay, Sir? Are you good? Okay, du musst jetzt nicht unbedingt direkt. Du kannst erstmal hier weitermachen. Ach so, nein. Oh mein Gott, ich bin so verwirrt jetzt. Hilfe. Schreib mal einen Roman. Fang mal mit einem Roman an, weil dann hast du vielleicht bald die Schreibfähigkeit. Kann der aufhören, da zu würgen? Das ist echt offensive. Kannst du ans Handy gehen? Da, rangehen. Oh, es ist der Vater. Oh, ich habe immer noch nicht die Blumen verkauft. Ich bin irgendwie nicht so richtig drin. Die verkaufen wir jetzt direkt. Dann haben wir direkt ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Dann lasse ich sie noch schnell einen Salat essen. Jetzt den Kindern. Alles tutti, einfach nur müde, okay? Ich bin voll gespannt, wie die dann aussehen. Okay, isst deinen Salat. Dann machst du schnell die Küche sauber. Haben wir jetzt auch keine Zeit für ans Handy zu gehen. Gib Kunstunterricht in der Schule, bevor die Zeit abläuft, um deine Malereifähigkeit zu verbessern. Ich nehme das erstmal an. Also offiziell sind die Regeln ja, dass man nicht das Haus verlassen kann, darf, wenn man keine Männer treffen will. Okay, jetzt aber schon ein bisschen überzogen, oder? Sie hat einen Star. Star. Einen Stern. Damit könnte sie halt Geld verdienen und ganz ehrlich, das ist auch mega langweilig, oder wenn sie die ganze Zeit nur zu Hause ist. Ich finde, das kann man halt machen, wenn man die so privat spielt, die Challenge. Aber so für ein Let's Play ist es doch mega langweilig, oder? Wenn sie die ganze Zeit nur zu Hause rumhockt.
Okay, erstmal, wer ist das nochmal? Ivy? Emilia. Erstmal Emilia füttern. Boah, Leute, meine Hand ist schon richtig schwitzig. Es ist so warm hier drin. TMI. Ja, dann bist du nochmal geknuddelt. So, dann legst du Emilia wieder hin und dann fütterst du Ivy. Knuddeln und dann legst du Ivy wieder hin. Und dann geht's ab auf Toilette und schlafen. Können die beiden sich irgendwie verziehen? Die gehen mir richtig auf den Sack. So, es ist 6 Uhr morgens. Haben die sich da gerade gehauen? Ist auch egal. 6 Uhr morgens. Die Kinder schreien beide. Deswegen werden die jetzt hier erstmal schön gewickelt und geliebt. Dann spielst du noch ein bisschen mit ihr und kuschelst sie ein bisschen. Und danach wird Emilia gewickelt und betreut. Momentan, wenn die noch Babys sind, finde ich das gar nicht so dramatisch, ne? Aber kannst du dich bitte beruhigen, Emilia? Aber wenn die Kleinkinder werden, dann wird es richtig anstrengend. In meinem Ohr reden gerade alle durcheinander. Ich finde es mega anstrengend, dass wir hier diese beiden Ischen haben. Könnt ihr bitte gehen? Die sind gerade nicht mal mehr Paparazzi. Die sind einfach nur ätzend. Ja, sag ihnen, hör auf damit. Geht weg. Ihr seid zu laut. Ihr geht mir auf die Nerven. Verpisst euch. Mann, ich will die hier nicht haben. Können die nicht sich irgendwie verziehen? Okay, dann gehst du erstmal duschen. Und dann können wir direkt dem Jim anrufen. Die Frage ist, lassen wir Hall seine Kinder sehen oder eher nicht? Weil wir können ihn ja auch einladen, dass er kurz rüberkommt. Es wäre ja sowieso eigentlich mit ihm befreundet bleiben. Ich finde, wir können ihn ruhig einladen, weil es gibt ja keinen Stress zwischen den beiden. Oh, kann sie den Kunstunterricht machen, während er da bleibt? Er passt nicht auf die Kinder auf dann wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott. Warum schreist du schon wieder? Ich bin eine tolle Mutter, wie ihr seht. Ja. Ihr Blick einfach so, what the fuck is happening? What is happening? Sie kommt nicht auf ihr Leben klar, einfach. Sie denkt so, warum? 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 Alter, wie lange wollen die vor ihrer Haustür rumstehen? Die stehen da jetzt. Warum brennen die? Okay. Wahrscheinlich, weil die zu lange in der Sonne gestanden haben. Ist ja auch Sommer, ne? Aber, also nicht, dass ich was dagegen hätte, wenn die jetzt. Mann, jetzt hat uns John noch zur Poolparty eingeladen. Ich habe die Aufmerksamkeitsspanne einer Eintagsfliege, I'm just saying. Ja, ich möchte die angucken. Hey, wir haben gehört, du hast am Sommerfeiertag noch nichts vor. Die Sonne scheint und das Wasser ist warm. Komm doch vorbei zur Poolparty. Tja, das ist jetzt natürlich doof, weil. Ich will eigentlich auch nicht unbedingt einen Babysitter rufen. Erstens wegen des Geldes und zweitens, weil ich finde, dass das dann doch zu sehr die Regeln sprengt. Also ich habe damit kein Problem dann, wenn die älteren Kinder zu Hause bleiben und auf die kleineren aufpassen. Aber ich will auch unbedingt wen Neues. Wir brauchen ja auch direkt einen neuen Baby-Daddy. Nein. Nein, sie sagt ab. Es wird sich eine neue Möglichkeit schon finden. Ich gucke mir. Ist sie schon tot? Was ist geschehen? Sie ist einfach weg. Hat das Game sie weggespawnt? Jetzt ist nur noch sie hier am Rennen. Ich bin maximal confused bei dieser Situation. Mal gucken. Aber es sieht nicht so aus, als ob sie stirbt. Sie brennt da jetzt einfach nur. Und sie ist tot. Nevermind. Jetzt kommt gleich diese saugruselige Musik. Are you ready? Ich habe sie mit der Kraft meiner Gedanken umgebracht, weil sie mir so auf den Sack gegangen ist. Warum geht jetzt der Feueralarm an? Ach, weil sie das Essen vergessen hat. Oh mein Gott. Dieser Part ist ein Desaster. Lösch das. Lösch das. Lösch das. Lösch das. Ja, lösch das. Oh mein Gott, wenn sie jetzt drauf geht, raste ich aus. Wow. Ja, same. Antonio Ostermann. Ja, okay. Ach so, nein, 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 nein. Scheiße. Jetzt habe ich auch noch zu einer Verabredung zugesagt. Ganz kurz. Ich muss das hier einmal schnell ersetzen. Es war sehr teuer. Die Kinder haben sich eingemacht. Sie hat Hunger. Okay, wer war es? Ivy. Hier ist irgendwie wer draufgegangen.
Da Wo ist ist der das Büro. Grabstein? Der war doch eben noch hier. Profusely. Okay, dann nächstes Mal wieder hin. Dann wird hier drüben ein bisschen geknuddelt und gespielt. Hier geht's ja ganz gut, ne? Und dann machst du dir einen Salat, der kann nämlich nicht anbrennen. Oh, oder einen gegrillten Käse. Der kann natürlich anbrennen, aber den wünscht sie sich. Deswegen machen wir jetzt einen gegrillten Käse. So, los geht es. Nein! Why are you screaming? Hättest du dich nicht einfach mit deiner Schwester synchron einscheißen können, dann hätten wir euch beide gleichzeitig wickeln können. So, okay, dann kommt Emilia wieder ins Bett, dann wird hier weitergekocht. So, ich lasse jetzt noch schnell was essen. Und dann geht sie ins Bett. Und dann versuchen wir das morgen nochmal mit dem John, 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 wie auch immer der heißt. Es ist viel mehr passiert, als ich dachte. Ich dachte erst so, oh nein, hoffentlich werden die Parts zu langweilig, weil, ne? Theoretisch immer das Gleiche passiert. Aber wie ihr seht, ist hier immer was los. Hier gehen wir nochmal pinkeln und dann gehen schlafen. So, ich beende den Part dann jetzt hier. Ich hoffe, der hat euch gefallen und es war nicht zu chaotisch für euch, denn für mich war es definitiv zu chaotisch. Ich hoffe sehr, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn dieses Video euch gefällt, dann gebt gerne einen Daumen oben. Und wenn ihr irgendwelche Namensvorschläge noch habt, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.